Ich mach Patrouille. Der ewigen währende Suche auf Opferhaus. Also menschmäßig im Frührauch echt das Spiel, wenn da keine Balance ist. Na. Da will ich schon lieber von der Tür zerquetschen lassen. Typ, du bist seelisch nicht gerade gesund, oder? Obwohl wir es auch schon mal gemacht haben. Muss man alles mal ausprobiert haben. Booms. Booms. Es hat Boom gemacht. Boom. Ich bin der wilde Kano, lass mich durch. Ich bin die Eliminiermaschine. Oder Suizidmaschine, wenn man so oder so sieht. Da ist schon Upfro. Ich geh rein. Tschüss. Welche vier Raptoren? Die kriegen diesen Pyro nicht kaputt. Ja, ja, ich habe auch vorhin mit dem Pyro verdammt kämpfen müssen. Also da ist immer der Verstoß am Handwerk. Ja. Der versteht sein Handwerk. Wo liegt ein Essen rum? Ich habe hier keine Ahnung bei dieser Map. Wo bist denn du gerade? Ich renne ich habe gefunden. Wollte gerade da hinten was auseinandernehmen, aber ein Trapper und ein Commander, das ist für mich doch dann zu heftig. Ja, wenn genau hinter dir bei dem Abgang da war Futter. Wir sind doch da unten, oder? Ah, oder man bleibt mal im Auto stecken. Ja. Das ist kaputt gemacht. Ach, von Mene? Ist mir egal. Die aktiviert sich jetzt auch irgendwie. Die aktiviert sich jetzt auch irgendwie eine Sekunde schneller als vorher. Aber wie man sieht, hat das auch nicht viel gebracht. Die Sekunde macht's auch nicht. Lustigerweise hat er sich selber umgebracht damit. Also dieser Rundumschlag, der ist nur noch so ein Verzweiflungsakt vom Garno. Ja, das frisst alles viel mehr Stamina jetzt bei ihm. Ja, die haben schon einbüßen müssen, der Junge. Der arme Kerl, ey. Ja, dafür ist eben, wie gesagt, der Krühe stärker geworden. Für etwas, was sie wegnehmen, geben sie auch etwas dazu. Es sind nur zwei, so haben die Schnauze leid. Ja. Es war zu viel für ihr Leben. Viel zu viel. Oh, ich kann Spino spielen. Jetzt kann ich mir endlich angucken. Jetzt reicht's. Doch, nö. Ich hab diesen hässlichen jetzt ausgewählt. Den Jade? Nee, den vor. Dieser bevor den Weihnachten. Na gut, jetzt. Achso. Mir fällt es ein Suizidknopf. Ja, dann fangen sie ja normal nochmal zu schubbeln hier. Will ich hier irgendwo runterspringen? Ist mir das hier irgendwo gegönnt? Ist das denn ernst? Kann ich jetzt hier erst runter? Ich will mich doch nur umbringen! Ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Kommen wir denn dahin? Oh, ich bin mal echt mal weitergefallen. Ich hab's mal geschafft, mich umzubringen.
11 HP, komm, schießt mich an. Ihr habt jetzt die Chance. Gut, Chance vermasselt. Ich kann als Spino halt nichts leisten hier auf dieser Map. Schlepperlauf. Oh, ist das schön. Ist dir so schön blau. Das gefällt mir. Dir gefällt mir. Schön, schön, schön ist die. 666er Kano. Die Untypien. Also, da stehe ich hier vom Tor und werde bewachen. Und die erste Linie verteidigt, da verteidige ich die Linie. Jetzt habe ich ihn. Das ist ein alten Mr. Emerald. Ja. Ja, sind das perfekte Duo. Wir sind nur sehr lahm. Ich habe gemerkt, wenn man jemanden frisst, kann man jetzt wieder taunten, ne? Echt? Also ich hab's voll mit Makro probiert, ging nicht. Also vielleicht ist das jetzt von einem grundsätzlichen Block irgendwie vielleicht so ein random Bug geworden. Dass es mal geht und mal nicht. Leute, wenn die eine Kiste öffnen wollen, dann machen die das schon so sicher aus. Ja. Wenn man bettelt, machen sie das Reset auf. So wohl offensichtlich. Ich glaube, den Part werde ich zuerst hochladen. Der jetzige. Ich finde das Gesicht von dem so richtig schön fies. Das Frozen Lake Team und die Ashfall Hexe. Oh, da ist jemand da. Bis ich den erreiche, ist er schon wieder abgezicht. Oder? Ja. Ja, ja, ist weg. Naja, wir sind zu fett für die Leute, die sich da in den Durchgängen verstecken. Aber der da hinten wohl schießt nicht. Ja, genau der. Nein! Nom. Oh, lecker, lecker Schmatzel. Lecker, lecker Schmatzel. Dir traue ich nicht. Ich traue hier niemanden. Alles wird gefressen. Tu uns doch freundlich, dann schießt er die Kugel von hinten in den Arsch. Ja, so sind sie. Vor allen Dingen, ihr wollt bestimmt nur mal das Knüppchen. Genau. Oh Mann, wo du es gerade sagst. Jetzt, ich habe einen Frozen Lake Nova bekommen, ne? Ich habe auch so ein altes Ding bekommen. Ich schreibe nicht danke. Okay. Ich schreibe nicht danke. Nein. Das war jetzt, was habe ich denn jetzt gekriegt? Was war das denn? Zu alle Knarren? Das ist mir jetzt doch zu happig hier. Aber ich sag trotzdem danke. No. Die Scheißentwickler haben ja da wieder was verkackt. In dem Punkt. Könnt ihr nicht einmal was richtig machen? Bitte! Und es kann ja wirklich sein, dass es eben auch noch die alten Gifts sind. Eben, ne? Viele haben noch die alten Wintergifts vom letzten Jahr. Die sie jetzt endlich aufmachen können. Das werden sie jetzt auch großzügig tun.
Da stehen wir nun. Ja. Also bei dem Halsband sieht man, das soll so sein. Das ist diese Elektronik. Das haben die mit Absicht so gemacht, dass es nicht verbuggt. Ja gut, aber da bei dem Spino stimmen die Augen wieder, ne? Na gut, eigentlich, ja, müsste, ja, eigentlich müsste das Halsband gelb, da sind nicht grün. Das ist auch was grünlich jetzt. Aber die Augen sind aber gelb. Also das stimmt. Ich glaube, die haben da wieder was verhunzt. Bisschen. Es ist alles ruhig, ne? Jetzt wird jeder auf die... Ja, wenn einer anfängt, weißt du, manchmal ist es so, okay, fühlt man sich dann unter Zugzwang, okay, einer hat was gegeben, vielleicht gebe ich jetzt auch mal was. Oh, ja, das war, okay, das war eindeutig eine Dingsen vom letzten Jahr. Lokomotive. Dann sollen sie doch mal hier die Summer Crate, die Summer Gift aufmachen, wer noch eine hat. Da gibt's doch schöne Color drin. Also der sie dann verkauft hat oder so, der hat dann eindeutig die Arschkarte gezogen. Ja. Ja, aber dass sie auch so geduldig waren, eben so lange zu warten, bis das endlich mal geklappt hat. Dass die Kisten endlich mal funktionieren. Ich merke auch, dass der Spino extrem hochgucken kann, ne? Konnte er damals konnte, nicht? So hoch nicht? Sieht ja schon eher aus, als er dann Genickbruch. Vor allen Dingen ist die Beißrate beim Spino jetzt höher. Ich kann schön entschnappen. Da haben sie es auch erhöht. Okay. Und beim Spino wäre es eigentlich nicht notwendig gewesen. Gut, dass sie das so beim Akku endlich gemacht haben. Dass man endlich vernünftig mit dem fressen kann. Das war ja früher mal ein Krampf mit dem. Na gut, beim Spino war die Hälfte des Mundes hat gezählt und dann der Rest vor dran, nehme ich, das zählt jetzt. Das heißt, ich glaube wirklich, wenn ich in einer vorderen Schnauze habe, wirklich einen Mensch auch dann holen. Der Rex war sowieso, der hat eh alles gekriegt. Ja, da, den wollten sie eigentlich sogar noch mal ein bisschen nerven, eigentlich. Ein bisschen haben sie es geschafft, aber der kann immer noch, wenn man so ein bisschen seitlich von ihm steht, kann er einen immer noch wegschnappen. Das haben sie noch nicht ganz zu 100% gerade gebogen. Versammlung hier. Wir müssen doch einiges eigentlich machen. Noch einiges. Und Endwin ist drauf. Deswegen ist hier alles so ruhig. Jetzt ist die Admin-Polizei drauf. Jetzt musst du dich entscheiden. Willst du killen oder willst du chillen? Als Mensch. Das ist das Problem. Ich weiß ja nicht, wie hier die Leute drauf sind. Ja, Vorsicht. Wie gesagt, wenn du dich dazu entscheidest, zu kämpfen, dann hast du verkackt. Und wirst du grundsätzlich von der da angeschossen. Da kennen die da nichts. Team Deathmatch ist immer so anstrengend.
Da kommt ein Mensch. Leute, ich würde dir für alles anspucken. Ich glaube, das ist der Admin. Sicher bin ich mir nicht. Yep. Ja. Ja, und vor allem, die haben es mit Teabaggen, also das ist ja hier erlaubt. Außer man sagt eben, man will es nicht. Der Server ist da in einigen Sachen etwas anders als die anderen Server. Und bei Land of Dana sowas, da ist es ja raller Passive zu töten. Ja. Meine Passive werden hier eindeutig geschützt. Aber eben, wenn du dann eben dich als Passivkiller herausstellst, dann hast du hier keine ruhige Minute mehr. Immer wenn du dann hier zu nahe kommst, gibt's keine Entschuldigung, kein gar nichts. Da wirst du dann erbarmungslos niedergeballert. Ich finde das auch, das sieht auch irgendwie nice aus. Jetzt endlich mal das Blut hier am Leich und so. Ja. Ja, das war schon mal. Das hatten sie. Das sah auf dem Snowmaps schön aus. Das hatten sie schon mal. Dann war das irgendwann weg. Dann haben sie es wieder weggemacht. Wahrscheinlich zu viele Kinder. Tja. Das hat sich ja jetzt wohl nicht gebessert. Das ist ja eher schlimmer geworden. Ich meine, man kann aus so einem Spiel kein Kinderspiel machen. Ich meine, du frisst einen Mensch auf, also. Ja. Und das Blut spritzt da ja auch noch aus der Klappe. Ja. Tschüss, Leute. Stimmt, ich muss ja noch Abo privat anschreiben, noch auf Steam. Hm. Ich sollte ja beides am besten nutzen. Dass die Chance besser, dass er sieht. Ich muss immer um meine Personals betteln. Also deinen Santa Rex, den gibt es ziemlich häufig, also. Ich wäre froh, ich hätte ihn mal in meinem Bild. Ich sagte ja, wie schon sagte, alle haben den schon, nur ich nochmal nicht. Der Creator hat ihn nicht. Weil ich natürlich um mein Personal betteln muss. Sie müssten erstmal sowas machen, wenn sie so Skins reinnehmen, dass auch dann die Creator wirklich ihre Skin dann auch haben im Update. Ja. Wäre sinnvoll. Zum einen müssen sie dann nicht immer dieses Gebettler tragen. Ja. Geh mal rausgucken. Ist jemand draußen, wenn mir jemand auf. Schon schießt irgendwas. Oh Mann, fett Akro, geh da weg. Alter, ihr seid mir durchgehend im Weg. Könnt ihr euch mal so, jetzt reißt mir jetzt Trampliseblatt. So. Der Fult, hau ab. So. Ist das dein Ernst? Sitzt unter der Brücke und riskiert einen dicken Otto hier. So betagt. Jawohl, gib's ihr. Gib's der Ollen.
Schlüssel. Jetzt nimmt es hier nochmal Fahrt auf, oder was? Vier, fünf Menschen und alles sucht Stress. Sind die Stressmaker. Gut, der Admin ist im richtigen Team, das ist im Dino-Team. Ich kann jetzt nochmal killen gehen. Guck dir diesen Pyro an. Guck dir diesen Pyro an. Na, ja, gucken wir an, ich ihn fressen. Ja, ich habe auch gerade jemand gewissen. Die fetten Scenes sind immer von Danny. Wollen wir kurzer Aufmuxer, jetzt ist wieder Ruhe. Wenn du schießt, ich fresse dich. Ich hab, alter Akro, sag mal, du neuer Spieler, der keine Ahnung hat. Wissen Sie nicht, dass man nicht hier durchrennen kann durch die Dinos? Wir sind hier nicht in der Eile. Wo ich sowas vermissen will. Genau das müsste man endlich mal drin sein, damit die nicht immer in einen drin sind. Na, das ist wirklich nervig.